Lieber Herr Paul, Sie als Vorsitzender des KKVD, des Katholischen Krankenhausverbandes, haben im Deutschen Caritasverband und weit darüber hinaus in den letzten Jahren immer wieder dafür geworben, wie wichtig es ist, dass unsere katholische Stimme vernehmlich ist, dass wir als katholische Träger die Versorgungsstrukturen im Krankenhausbereich mitgestalten. Es braucht unsere Stimme, es braucht unsere Haltung. Davon sind Sie überzeugt und davon konnten Sie andere überzeugen. Ich denke, Sie werden uns auch heute wieder dafür gewinnen und bin sehr gespannt auf Ihren Impuls. Ja, herzlichen Dank für diese herzliche Begrüßung, lieber Herr Dr. Neher, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren KKVD-Mitgliedshäusern, sehr geehrte Damen und Herren des Deutschen Bundestages, die schon zugeschaltet sind, alle, die beteiligt sind an diesem Gespräch, an dieser Diskussion. Ich freue mich, dass wir diese Diskussion heute miteinander erleben können. Denn das ist ein ganz wichtiges Thema, worum es heute geht. Es geht um die Frage, wie wir in unseren katholischen Kliniken auch in Zukunft unseren Auftrag gerecht werden können, kranke Menschen gut und umfassend in Anbetracht der individuellen Bedürfnisse zu versorgen. Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft stellt sich diese Frage sehr zentral. Wir hören sie immer wieder. Unsere Haltung dazu ist klar. Krankheit gehört selbstverständlich zum Leben. Aber für jeden Betroffenen und seine Nächsten ist es eine individuelle Ausnahmesituation. Das löst Unsicherheit, Fragen aus. Jeder Mensch sollte so in seiner Lebenslage ernst genommen werden können, gut versorgt werden können. Dies sollte in unserem Wohlfahrtsstaat auch nach wie vor eine Selbstverständlichkeit sein. Darauf müssen sich die Bürger, Bürgerinnen verlassen können. Dem müssen sie vertrauen dürfen. Ganz gleich, wo sie in der Bundesrepublik leben. Die Pandemie hat gezeigt, dass unsere Krankenhäuser dieser Aufgabe gut gewachsen sind. Gleichwohl ist uns allen klar, dass Strukturveränderungen notwendig sind. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Nicht jeder Klinikstandort wird in den kommenden Jahren noch gebraucht. Der Versorgungsbedarf ist regional allerdings sehr unterschiedlich und auch sehr differenziert zu betrachten. Konzepte, die zentral in Berlin am grünen Tisch entwickelt werden, mit optimalen Vorstellungen greifen oft zu kurz, werden der Realität des Lebens der Menschen vor Ort nicht gerecht. Vielmehr braucht es einen guten Blick für die besonderen Bedarfe der Menschen vor Ort. Ob junge Familien, gesunde, leistungsfähige und mobile Berufstätige oder alte und mehrfach erkrankte Mitmenschen, keine Gruppe darf das Gefühl haben, von einer guten Versorgung abgeschnitten zu sein. Sicher, die finanziellen Spielräume von Staat und Krankenkassen sind knapp und müssen verantwortlich eingesetzt werden. Gerade deshalb setzen sich die katholischen Krankenhäuser dafür ein, die Krankenhauswelt nicht komplett neu zu erfinden. Zum einen, wir müssten jetzt den Stein des Weisen entwickeln, sondern vielmehr die regionalen Strukturen ernst zu nehmen, sie zu achten und weiterzuentwickeln. Sie klug miteinander zu vernetzen, Kapazitäten sektorenübergreifend zu steuern. So kann eine Strukturveränderung durch Schwerpunktbildung in Netzwerken herbeigeführt werden, die gleichzeitig mehr Spezialisierung und wohnortnahe Angebote der Grund- und Regelversorgung sicherstellt. Die katholischen Krankenhäuser haben sich schon in vielen Regionen Deutschlands in großen Verbünden, ich selber erlebe das Tag für Tag, über mehrere Klinikstandorte hinweg zusammengetan. Wir haben eine gute Erfahrung damit gemacht und schaffen damit zukunftsfähige Versorgungsstrukturen. Ich freue mich auf die heutige Diskussion über die Teilnahme des Bundesgesundheitsministers und das Interesse der versierten Fachpolitikerinnen aus dem Deutschen Bundestag. Dies ist auch eine Wertschätzung der Arbeit unserer Einrichtungen. Ich freue mich
insbesondere über die große Beteiligung unserer Mitglieder. Sie sind diejenigen, die an vielen Orten Deutschlands einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten. In frei gemeinnützigen Einrichtungen gehen nachhaltiges Wirtschaften und Patientenorientierung Hand in Hand. Die katholischen Krankenhäuser stehen für ein zukunftsfähiges Wirtschaftsmodell. Sie stehen für soziale Verantwortung und eine strategische Unabhängigkeit von Renditeerwartungen. Sie stehen für fast jedes fünfte Krankenhaus in unserem Land. Katholische Krankenhäuser ist es ein Anliegen und unser christlicher Auftrag verpflichtet uns dazu, die uns anvertrauten Kranken nicht nur zu versorgen, sondern für sie zu sorgen. Leider haben die Rahmenbedingungen der letzten Jahre dazu geführt, dass diese Aufgabe zunehmend schwer wurde. Dies zeigt sich aktuell sehr deutlich am immer größer und lauter werdenden Unmut der Pflegenden. Das werden Sie aus Wahlkampfveranstaltungen beschreiben können. Auch darüber wird heute zu reden sein. Die politischen Aktivitäten dürfen nicht bei Schulterklopfen und Empfehlungen stehen bleiben. Verbesserungen müssen endlich im Alltag der Pflegenden ankommen. Zentral ist für uns dabei die Etablierung eines am individuellen Pflegebedarf orientierten Personalbemessungsinstrumentes. Die katholischen Krankenhäuser bilden heute eine moderne und stabile Säule der Gesundheitsversorgung in unserem Land. Unsere Träger sind innovativ, haben Ideen, übernehmen Verantwortung für die Daseinsvorsorge und stehen für Veränderungen bereit. In Gesprächen mit Einrichtungen nehme ich aber auch deutliche Sorge über die wirtschaftliche Zukunft wahr. Deutlich wird vor allem ein Wunsch. Als Krankenhäuser brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Dafür zu sorgen, wird eine zentrale Aufgabe des neu gewählten Bundestages und der neuen Bundesregierung in der nächsten Wahlperiode sein. Ich freue mich jetzt auf einen konstruktiven Austausch und einer interessanten Diskussion. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Paul. Aus Ihrem Statement ist tatsächlich noch einmal für mich und ich glaube für uns alle deutlich geworden, welch großes Herzensanliegen es für uns ist, die katholischen Krankenhäuser als Ankerpunkte in der Versorgungsstruktur zu erhalten.